Willkommen zurück zu Let's Play DayZ Standalone, liebe Freunde. Heute sind wir leider nur zu dritt unterwegs. Der Major hat es zu dieser Aufnahme leider nicht geschafft. Und wir befinden uns immer noch in Elektro. Ja, ich sag mal so, wir sind ziemlich am Arsch. Also, ich habe überhaupt keinen Schuss mehr. Ja, ich habe zwar eine SKS mit einem Visier, aber ich habe keine einzige Kugel mehr. Der Curry hat eine Sporter, ja. Damit, also so am Arsch waren wir noch nie. Aber ich denke mal, wir sollen euch das einfach mal zeigen. Das haben sich ja einige gewünscht, dass wir mal zeigen, dass wir nicht immer so voll ausgerüstet sind. Vielleicht können wir uns ja hier was irgendwie erkämpfen oder vielleicht finden wir ja was. Und deswegen werden wir jetzt losziehen heute in den nächsten Folgen. Also mal gucken, ob wir überhaupt was überleben. Ist unser Ziel erstmal Richtung Balota nochmal und dann auch zur Prison-Insel. Und von dort aus wollen wir dann später nochmal durch Elektro. Also wir machen jetzt ein kleines Hin und Her, damit wir Loot haben. Wir brauchen nämlich unbedingt Munition. Und uns null verteidigen. Vielleicht treffen wir... Habt ihr auch trinken gehört? Ja, ne? Das war vielleicht, ich. Okay, vielleicht treffen wir einen neuen freundlichen Spieler, aber ich glaube es nicht. Und ja, ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie die Lage ist. Der Server ist voll, wie man hier sieht. Da sind ein paar Leute drauf. 22 Grad, wo ich gejoint bin. Müssen wir jetzt mal aufpassen hier, ne? Ja. Mal ran an die Buletten, Leute, oder? Warte, ich esse noch einen Tappen hier und dann geht's los. Ja. Erster Stop ist Police bereit. Station, würde ich sagen, oder? Police jo. Und Fire Station. Okay, Curry. Ah, ich brauche noch was zu trinken. Da hinten ist ein Brunnen, aber der ist natürlich ziemlich offen hier, ne? Ja, wir können dich leider nicht decken. Ja, doch, ich oder, kann nicht decken. Ja, habe ich draußen oder ich nehme den gehört, Brunnen mit einem Schuss. Die Garagen sind auch noch zu. Da ist meistens auch immer ein bisschen Loot drin, ne? Die würde ich ganz gerne auch nochmal mitnehmen. Okay, okay, let's go. Oh, ich sehe eine fette Armbrust, Alter. Aufpassen, Jungs. Also, das ist einer der bedrohlichsten Folgen tatsächlich, obwohl wir nicht mal im Kampf sind, aber wir können uns nicht wehren. Ja. Okay, Jungs, dann suchen wir mal ab. Ja, okay, die Performance in Elektro wirklich noch zu. Weiterhin fabelhaft. Ja, ob jetzt hier Menschen sind im Elektro, das weiß man natürlich nicht. Wie gesagt, 20 Leute auf dem Server, aber... Ich habe das Gefühl, ja. der Grafikkartentreiber hat die Performance bei mir nochmal schlechter gemacht. Naja, okay, Leute, guck mal, ob ihr was findet. Ja, ich versuche jetzt erstmal ein bisschen zu trinken. Jo. Weil sonst schaffen wir das gar nicht mehr bis zu unserem Ziel. Ja, das stimmt. Okay, ich gucke mich hier ein bisschen um. Du kannst erstmal trinken. Ja. Tollen Schlagring habe ich gefunden. Geil. Das ist ja der Hammer. Oh, ich kotze gleich. Das ist auch schön. Ja, wenigstens irgendwie... Ich weiß es nicht, ey. Durch die Maske kotzt er jetzt. Schön in die Maske rein, ey. Lecker Schmecker. Ja, noch kurz sein. Doch, jetzt. Alter. Ja, wenn du selber in die Maske reinkotzt, ist schön. Ja, keine Ahnung, warum der das macht, warum der da so drauf steht. Okay. Ich bin froh, wenn wir hier wieder raus sind, ey, wegen der Performance, ja, ne? Ja. Wird sich gleich ändern, boah. Bronze. Okay. Gut. Okay, dann gehen wir mal zur Police Station, ja? Alter, die Performance! Hör mal, Dammer! Curry, cover mich mal. Okay, ich cover dich. Aber ich habe nur einen Schuss. Okay, Leute, ich stehe hier am Polizeiauto vor den Garagen. Ich warte mal auf euch. Wollen Sie trinken gerade eine Runde? Einfach nur ein bisschen die Umgebung im Auge behalten, Leute. Da haben wir ja noch keinen Schuss gehört oder sowas. Zum Glück. Wo sind die denn, die Gegner? Die Stille. Ja, und bald kommt endlich wieder ein Community-Battle. Freut euch drauf. Und wie sieht's aus? Ja, ich mach nur eben die beiden Dinger voll und dann weg hier. Okay, mach die Dinger voll. Komm zu dem Polizeiauto, ne? Zirk, zirk, weg hier. Okay, go, go, go. Ab zur Polizeistation. Ich bin hinten an der Mauer. Oh, ich höre ein Zombie. Den Garage hier. Wo ist der Zombie? Hier ist noch eine Machete. Hinter dir oder hinter uns. Dennis, ich weiß noch nicht, was du für eine Nahkampfwaffe hast. Gar keine. Machete in der Garage. Ach so, da habe ich eine Axt, sorry. Wow, hier ist eine fette Pumpgun, Alter. Oh, Zombie. Ja, nimm mal mit, ich habe eine Schrotflintenmunition für Dennis. Ja. Oder, ja. Nimm ich gleich mit, sobald ich hier den Zombie weggeschnitzelt habe. Ich gehe jetzt in die Police Station. Alles klar. Ich guck mal draußen ein bisschen hier. In der Schule und alles. Ich brauche nur ein paar SKS-Schuss, ey. Das wäre perfekt. Ja, ja, das stimmt. Und den findet man inzwischen so selten. Ich bin gerade die Straße entlang gelaufen.
Oh. Wow. Nee, wer hat das geschossen? War, ja, keiner von uns. Wir haben ja keine Muni, ne? Hier draußen. Direkt bei der Straße. Ich weiß nicht, auf wen er geschossen hat. Ja. Scheiße. Alter, nein. Wir sind so. Wo ist der? Ich sehe den nicht. Rotes Mann. Haus. Rotes Haus? Der liegt an. Rechts hinter dem roten Haus. Okay. Fuck, und ich habe meine Waffe weggepackt, Leute. Ja, der eine hat eine AKM. Okay, ich sehe ihn. Ach, das sind zwei, ne? Zwei. Jo, ich sehe ihn. Ach du Scheiße. Okay, die umzingeln gerade die Police Station. Ach du Scheiße. Schrotflinte, wo ist die Curry? Ja, die Schrotflinte liegt im Auto. Ich wollte sie gerade aufnehmen, aber dann kam der dann. Leute. Die sind gut gerüstet, ne? Ja, ja, die sind super gerüstet. Wo bist du, Bronze? Okay, einer kommt jetzt von vorne. Bronze, kannst du einen wegpusten? Schaffst du das? Ich werde es gleich versuchen. Aber mach lieber safe, ne? Also aus Sicherheit. Der rennt hier lang. Lass ihn lieber zu dir kommen, Bronze. Ja, ja, ich weiß. Versuch einen. Den mit der Mosin kannst du eigentlich wegaxten, Alter. Wo ist der denn? Bei der Performance kannst du das nicht machen, Curry. Der war hier vorne gerade einer. Hatte der die Mosin in der Hand? Nee. Wo ist der mit der Mosin? Ich hab mich hinten in der Polizeistation versteckt. Mit der Axt. Sobald die Tür aufgeht, hau ich den. Okay. Ja, man weiß jetzt natürlich nicht, was... Der hat gerade noch was gesprochen, aber dann hat er direkt geschossen. Ich weiß nicht. Wow. Boah. Nee. Bist du tot? Ich bin tot, ja. Findmann, okay. Alter. Herr Bonze, vielleicht spawnst du in Elektro. Wo liegt deine Leiche? Alter, ich bin noch reingegangen, direkt am Eingang. Ich bin noch echt reingegangen. Wo? Ja, unten beim Eingang. Police Station? Bei dem linken Eingang, ja. Nee, du liegst hier vorne. Du liegst davor. Dennis, was machen wir hier? Wir können hier nicht bleiben, Alter. Ja, wie willst du jetzt abhauen oder was? Wir kommen hier nicht raus, Curry. Der sitzt, der ballert uns über den Haufen. Wir können nur warten. Mach okay, der ist auf. Bei mir. Das bin ich. Mach die Tür zu. Weil die Tür aufgeht, Curry, hauen wir den. Ja. Wir haben jetzt keine andere Möglichkeit. Vielleicht haut er auch wieder ab. Vielleicht das ist ja nicht nur einer, ne? Ja, aber vielleicht denken die, der Brunz ist alleine. Also nicht Steps machen. Okay, ich bin in Elektro gespawnt, Leute. Nice, okay. Geht's, oder? Oh. Was denn? Ich hab eine Tür gehört. Nicht bewegen, Curry, nicht bewegen. Ja, wenn er sich draußen an die Mauer stellt, dann sieht er uns ja. Nee, er sieht uns nicht. Wie denn? Der kann durchs Fenster gucken. Komm, wir sind... Ja, shit, Mann, Alter, wir sind am Arsch. Wir können ja auch nicht weg, weil wenn der am Eingang steht, schießt er uns beide über den Haufen. Sollen wir versuchen, mit denen zu sprechen oder so? Dann verraten wir unsere Position. Vielleicht ist es besser, einfach zu warten. Ich will nur hoffen, dass der so dumm ist, die Tür aufmacht und wir den umhauen können. Das sind mindestens drei verschiedene Leute. Scheiße, Alter. Okay, ich laufe jetzt mal zu Elektro, also nach Elektro und dann, Okay. Frage ist nur wo. Ich bin in Elektro. Du bist ein Arsch. Wo bin ich? Direkt in Elektro? Ja, oder nee, direkt in Elektro. Ich bin in Solnitschny, okay. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt hier? Warte mal, ich kann die Häuser hier durchklappern. Manchmal liegen da Mosins drin und sowas. Ja, guck. Das wäre nice, wenn ich mir die jetzt hole. Und dann bababam. Okay, ich gehe mich jetzt vom Silo runterschmeißen. Ja, viel Spaß, ne? Hier steht eine Bank drin. Okay, ich gucke jetzt in allen Häusern. So einer verkackten Mosin. Are you Bambi? No. See. Was ist denn ein Bambi? Ich kenne nur Bambi. Also Nubis, aber Bambi? So deutsch wieder, ey. Are you Bambi? Sollten die jemals dieses Video gucken, ey, ihr seid echt Vollhorst, ohne Scheiße. Aber hier mal wieder der Beweis. In Daisy wird nur noch geschossen. Auf wehrlose Leute, die keine Munition haben. Oh, das wussten die ja nicht. Wir haben ja letztens auch noch geschossen, ne? Ja, aber wir hatten ja noch nicht mal eine Waffe gezogen. Ich hab den ja noch kommen sehen, ne? Ich hätte eigentlich erschießen können, aber ich wollte dann einfach reingehen und als ich drin war, wurde ich dann noch erschossen, so scheiße, so, weißt du? Weil deine Leiche lag draußen. Ja. Echt? Ja, lag vor der Tür. Okay. Als ich gestorben bin, war ich aber eigentlich schon innen drin, weißt du? Okay,
Okay, ich habe einen großen Rohrzange. Wir hätten warten müssen, glaube ich. Ja, klar. Immer abwarten, Leute. Wir waren wieder zu voreil, weißt du? Aber ich meine, ja, klar, wir wissen es ja aber eigentlich, ne? Trotzdem machen wir immer wieder so eine dummen Fehler, ey. Ja, weil man überlegt so, ja, soll ich mich jetzt hier verschanzen oder soll ich die Flucht... Aber die Flucht war dumm, ne? Ich dachte, der eine wäre rechts rum und wäre abgehauen. Da wären wir durch die Straße gelaufen, also an der Kirche vorbei, wäre das gar nicht mal so schlecht gewesen. Aber nein! Wir wählen immer den falschen Weg. Are you Bambi? Immer zur nächsten Deckung laufen, das ist immer ganz gut, ey. Ja. Läuft da vorne irgendjemand? Nee, das ist nur ein Busch. Der hat nur versucht zu fliehen, ey. Wo bist denn du in Elektro-Curry? Direkt mitten in der Stadt. Was? Hier ist ein Gastank. Da ist nichts los, oder was? Sicher ist da was los. Nur ich weiß halt nicht, wo. Ja, pass auf. Mitten in der Stadt. Also nicht mitten in der Stadt, ich bin da am Bahnhof. Polizeistation ist gefährliche Zone, ne? Ja. Versuch die mal auszumachen. Mann. Ja, guck mal, vielleicht kannst du ja was sehen. Was ist das denn? Ein Schalldämpfer, wow. Vielen Dank. Aber krass, ne? In letzter Zeit geht's in Elektro immer ab. Ja. Oh, früher war nichts mehr seit. Ich dachte so, Prison Insel geht kein Schwein mehr hin, so zu Elektro, weißt du? Und jetzt? So, Drink. Ja gut, liegt ja auf der Durchreise vielleicht auch oftmals, ne? Bestimmt. Okay, you are dead. Neustart. So. Mann, da machst du nichts, ne? Nee, leider nicht. Warte mal, ich zieh mir mal dieses Kleid an, vielleicht. Denken die, ich wär eine Frau und sind freundlich zu mir. Na, glaube ich nicht, Curry. Du Sledgehammer gefunden. Damit kannst du bestimmt Leute auch umbringen, oder? Ja, der Sledgehammer ist richtig stark. Ist gut, ne? Damit würde ich mal gerne jemanden umbringen, ey. Aber ich will Opa Bronxy. Mach doch mal. Mach ich auch jetzt. So, die Bam. Bist du schon Elektro, Bronte? Ja, so von hinten und dann so zack. Okay, wenn du mal ein bisschen vor die Zeitstation, ne? Einfach so auf den Kopf drauf, weißt du? Du bist ja tot, Bronte, mach halt nicht. Sucht euch mal beide so Nahkampfwaffen, dann gehen wir da mal hin. Just for fun, so ein Schlägertrupp. Das ist Sparta. Ja, heute zeige ich euch einfach mal. Ich schneide da jetzt nichts. Ich zeige euch mal, wie das so ist. In der letzten Episode, da ist er ja auch an mir vorbeigelaufen. Dann hätte ich den theoretisch auch mit einer Nahkampfwaffe von hinten holen können. Ne? Also, ja. Okay, wo bin ich denn? Immer drauf ich spawn und so in diesem Feld. Jo, eine Axt, Alter. Nice. Jo, Alter. Das wir schlagen zurück. Und wer sonst da irgendwas? Hier ist eine Pistole. Warte mal, wo bin ich denn? Oh, ich weiß nicht, was da für eine Munition reinkommt. Ich bin an der Küste. Was ist denn das für ein Städtchen hier? Ein kleines Städtchen für dich und mich. Auch wieder mit super schlechter Performance. Da machen wir mal Rex draus. Aber ich glaube, ich bin in... wie heißt die Stadt nochmal? Mit S? Ah. Mit S? Ich kotze. Du kotzt? Ich trinke gerade was. Da ist so ein Hafen, ist da. Aber wie heißt die Stadt nochmal mit S? Meinst du, Svetlojask oder was? Ach so. Ich habe einen Küchenball gefunden. Was ist besser? Ich zieh mir einen blauen Helm auf. Nee, Küchen. Okay, ich verhungere, Mann. Scheiße, Alter. Ist besser. Was ist das? Geh so schnell wie möglich hin und kill einen. Great Daringer, kann ich die laden? Nee, kann ich nicht. Okay, was meint ihr? Schafft es Bronze einen mit einem Sledgehammer zu killen? Ich sag, gefährlich. Warte, Bronze, ich muss mitkommen. Ja, ich verhungere eh, deswegen also muss gegen ich mich jetzt beeilen. Mosin kannst du das auf jeden Fall schaffen, aber halt AKM und so, da wird schwierig, ne? Wenn er sich einmal dreht, bist du weg. Also da steht ein Zug in der Stadt. Ah, da passt nichts rein. Alter, wie schnell ich jetzt hier weiß werde, Mann. Ich hab jetzt einmal kurz gekotzt und jetzt bin ich natürlich starving, ne? Krass, ey. Jo, hier ist ein Kran. Ich nenne die Folge Ayu und Bambi, Selbstmörder. Ich bin ja immer wieder von den Häusern hier. Und wieder. Juhu. Okay, voll dumm, dass der so, wie stumpf der einfach tot ist dann, ne? Wie der mal runterfällt. Blablabla. Boah. Weil hier wäre noch eine Hütte. Oh, da ist ein Zombie. Dafür geht die Folge ein bisschen länger heute, liebe Leute. Extra nur für euch. Ungeschnittene, geile Action. Ja, Action haben wir in dieser Episode. Ah, da liegen zwei Leichen. Mitten auf der Straße. Eine ist meine. Die andere wahrscheinlich meine. Und irgendein... Nee, das kann nicht deine sein. Du warst nicht bei mir. Dann leg dich in eine Leiche, loot und hau ab. Ja, klar.
Ja. Habe ich auch gemacht letztens. Und in eine Leiche drin? Ja, ich habe mich doch in die Leiche gelegt. Weißt du nicht mehr, vor 3 Folgen oder so war das, wo wir da ein Elektro am Berg hatten? Ja, das war auch am Berg, ne? Und ich habe überlebt, Bronze. Okay, ich bin an der Küste. Ich habe mir so viele. Und ich bin, glaube ich, in Elektro. Oder ist das Tscherno? Alter, wie schnell man verhungert jetzt. Ja, ist Elektro. Ne? Ich bin in Elektro. Yeah. Gerade rot und jetzt ist mein Bildschirm schon fast komplett weiß, so weißt du? Wie Curry, wo und Bronze, Curry, wo treffen wir uns? Ich bin oben am Hügel. Oh, mega schön. Hinter der Feuerwehrstation. Am Military oder was? Bei der Industrie da? Nee. Feuerwehrstation in der Stadt und da geht dann so ein Hügel hoch und dann ist das so eine Holzhütte. Es ist natürlich die Frage, soll man versuchen nochmal an seine Sachen zu kommen oder? Ja gut, wir haben nichts zu verlieren, ne? Nee, wenn wir nichts zu verlieren, wenn wir down sind, ist ja egal. Ich frag mich gerade, wo der jetzt hin ist, der Typ. Ich hoffe weiter. Kuss eine Banane. Ich sehe noch einige hier. Zombies. Aber mir das auch. Das hilft nichts, Jungs. Ich schlag mal auf den einen einfach. Ich töte erstmal die Zombies jetzt. Jo. Komm, stirb! Da kommt schon der nächste, ist klar. Was denn, Bonzel? Zombie. Aber die Zombies gehen mir so auf den Sack in letzter Zeit bei der See irgendwie, ne? Ich weiß, das ist ein Zombie-Game, so. Aber man hat einfach keine Möglichkeit, sich gegen die zu wehren. Oh, was liegt hier? Hier liegt eine Waffe. Ja, laut Entwickler ist das ja kein Zombie-Game, ne? Das ist eigentlich auch so eine Waffe? Voll unlogisch. Karabin. Karabine. Leuchtpistole. Toll. Was ist das? Ach, das ist nur Licht, okay. Versuch mal hier zu der Feuerwehrstation zu gehen. Industrie. Oh, Alter, schön reiß, mal komm. Muss ich alles so einen blauen Rucksack? Ich? Ja. Nee. Ich aber, wieso? Nee, schon gut. Nee, da liegt noch einer auf der Straße, der hat auch einen blauen Rucksack auf. Wie viele Leute sind denn da jetzt tot, Mann? Kann das Scheiß-Tor hier nicht schließen, dieser Zombie. Okay, ab zur Feuerwehrstation und dann schaue ich mal. Ah, er glitscht durch da. Oh, komm. Ganz ruhig. Bin ich überhaupt in Elektro? Die Entwickler meinten ja, dass das keine Zombies sein sollen, sondern Infizierte, ne? Ja. Aber das Unlogische daran ist ja dann eigentlich, wieso heißt es dann DayZ, weißt du? Also Z, so, ne? Das ist irgendwie unlogisch, oder? Doch, ich bin in Elektro. Ja, bin ich jetzt gescheut? Doch, ist doch. Hier ist die Feuerstation. Okay. Hier ist eine Feuerflasche. Feuerlöscher. Wow, Schüsse. Alter, was geht denn da ab, Mann? Oh. Der Stadtball hat voll einer um sich. Was ist das für eine Manie? Okay, wenn das in der Stadt ist, ist gut, dann kann ich zur Feuerstation gehen. Eine Front von Infizierten ist vor mir. Manie? 4 Stück. Warum liegen hier so viele Magazine, wenn es da noch nicht mal eine Waffe für gibt hier? Das frage ich mich manchmal. Ja, vielleicht haben sie ja nur übersehen. Hallo Pistole. Wo bist du? Keine Pistole. Hey Curry, ich bin jetzt mitten in der Stadt. Elektro oder was? Da hat da einer Feuer gerade um sich geballert. Pass auf, ey. Ich hab nur eine Chance, Mann. Eine Chance. Toll, ich hab eine Pistole gefunden, aber die scheiße ist. Die tapferen Firefighter werden zusammen untergehen. Ist egal, Mann. Hauptsache Pistole, Dennis. Hast du da Munition drin? Nö. Was denn? Glitch der Typ die Treppe. Egal. Ich nähere mich gerade dem Zentrum der Stadt. Ja? Hier ist so eine Firefighter-Ausrüstung, die würde ich gern haben. Hier ist gleich sowieso drauf. Ich habe irgendwie ein Gefühl. Kann ich die denn nicht? Frag mich, wo der Typ ist, ey. My feet hurt, bla bla bla. Oh, da kommt ein Zombie. Ich nähere mich auch mal der Polizeistation. Ich würde es nicht probieren. Aber gut. Wir schaffen das schon. Ja, Leute, und wie das ausgeht, seht ihr dann in der nächsten Folge von Let's Play DayZ Standalone. Hä? Was macht die da? Weil. Müssen wir schauen. Schon gut. Was, wir müssen mal schauen? Ja, wo denn diese Drecksäcke sind? Okay, ich sehe die Polizeistation.
kann da genau drauf gucken. Oh, ich bin jetzt gleich wieder hinter der Schule. Ich habe schon wieder einen Schuss gehört hier bei der Polizeistation. Echt? Ja, ja. Renn da jetzt hin, Mann, scheißegal. Wenn ich drauf gehe, dann war es das, Leute. Lass zusammen hinrennen, Bonze. Ich bin jetzt in der Polizeistation, Mann. Kein Schuss auf dich? Nee. Ich gehe mal hinten rum. Draußen war doch meine Leiche, oder? Ist die jetzt weg? Ja, ne? Rechts war die. Rechts rum? Ja. Okay. Kompensator habe ich gefunden. Boah, ich esse mal gerade die Paprika hier. Geht hinten durch die Gärten. Ich hab gesagt. Und auch zur Police Station, Bronze. Okay, ich habe die Türen unten zugemacht. Mach die da hinter dir zu wieder. So. Also auf, hier ist aber irgendwo einer, Dennis, ne? Ja? Ja, ich habe gerade einen Schuss gehört, der kam von Richtung Norden quasi. Ich habe wieder einen Zombie am Arsch, ich krieg... Ja, pack den Feuerlöscher wieder weg, Kollege. Lass dich hauen, lass dich doch nochmal hauen. Blöde. Wo sind die? Ob die hier in der Schule hocken? Ich weiß nicht, ey. Gibt's doch gar nicht. Schwer zu sagen, ne? Alter, ich hau mit dem Feuerlöscher auf die ein und die kippen hier um. Ich blute. Gibt's doch gar nicht. Es gibt's nicht. Gibt's nicht. Die geht einfach nicht drauf. Okay, ich hab's gegessen. Jetzt. Okay. Schnell. Use. So. Oh Mann, Alter. Eine Katastrophenfolge, wenn man so will. Im Falle. Ich glaube sogar mit dem Schulranzen jetzt rum hier, Alter. Was ist los denn mit uns? Wir geben so schnell nicht auf. Du bist noch in der Polizeiwache, ne? Ja, ich bin ganz oben. Ich guck so ein bisschen raus, aber nicht ganz. Versuche ein bisschen die Umgebung zu spotten. Im Krankenhaus vielleicht sind? Oh, ich sehe einen. Wo? Der hat dich im Auge, Bronze. Steht von der Mauer. Um der Mauer. Also vorne Polizeistation raus und links hinter der Mauer. Okay. Ich bin aber oben in der Polizeistation, ganz oben. Ja, die kommen jetzt rein. Einer kommt jetzt rein. Okay. Also die stürmen das Ding, glaube ich, jetzt gleich. Ach du Scheiße, Freunde. Einer hat eine AK und der andere hat eine Mosin. Der hat die Tür unten aufgemacht. Der mit der AK hat die Tür unten aufgemacht. Ja, ich hab's gehört, ich hab's gehört. Die kommen, Scheiße. Ich seh's. Und wie das ausgeht, okay, ich bin auch tot. Wie, du bist tot? Die haben mich gesehen. Okay, komm, das mach ich jetzt eben noch hier. Jo. Okay, Performance vom Feinsten. Fuck, Mann, wenn man jetzt eine Waffe hätte, weißt du? Performance vom Feinsten, Alter, geil. Oh, die haben mich nicht gesehen. Hast du dir die Tür wieder zugemacht? Nee. Alter, ich lebe noch. Ich kletter gerade beim Dings auf dem Dach. Der mich nicht bemerkt. Gegenüber Bronze. Wo kletterst du auf dem Dach? Gegenüber auf dem Krankenhaus liege ich. Okay, Bronze, die umgehen das gerade sind hinter dir, Bronze. Beide? Ich bin. Ja. Und wie das ausgeht, liebe Leute, seht ihr in der nächsten Episode. Oh mein Gott, ist das spannend. Wird Bronze überleben. Bis zur nächsten Episode. Ciao.